Die Frage ist, welche Wahl treffe ich heute? Wissen Sie, jeder Mensch hat einen Rucksack auf seinen Schultern. Jeder, ausnahmslos jeder. Nur die Steine da drin sind halt unterschiedlich schwer. Mich wundert es halt immer, wenn Menschen 13, 14, 1500 Euro verdienen und da kommt mal so eine Strafe rein in einem Monat, wie die in diesem Monat über die Runden kommen. Gute Leute kosten Geld. Und wenn ich eben nur mit Bananen zahle, darf ich mich nicht wundern, wenn ich nur Affen habe. Und die Wahrheit ist, dass die Menschen Leben auf die Welt setzen, obwohl sie nicht einmal ihr eigenes im Griff haben. Und damit das Kind überhaupt eine Chance hat in seinem Leben, muss man dem Kind was bieten können. Und dafür brauche ich Geld. Die Liebe einer Mutter zum Kind ist in Wahrheit, in den meisten Fällen zumindest, die Liebe zum Besitz. Ja, speziell Frauen wollen ja oft ein Kind, weil sie sich Garantie erhoffen. Und der Kinderwunsch, den viele da draußen haben, der ist in Wirklichkeit nichts anderes als der Versuch, irgendwelche Löcher zu stopfen, sonst gar nichts. Wenn ich keine Persönlichkeit und kein Geld habe, dann habe ich keinen Einfluss. Und wenn ich keinen Einfluss habe, kann ich nichts verändern. Aber in dieser Welt, da haben Sie Einfluss, wenn Sie die richtige Summe an Geld besitzen und wenn Sie die richtigen Kontakte kennen. Weil die entscheidenden Gesetze, die wichtigen Gesetze, wissen Sie, wo die getroffen werden? Nicht im Parlament. Man muss sich immer selbst die Frage stellen, ist das jetzt echte Autorität oder ist es vorgetäuschte Autorität? Das ist ein wichtiger Punkt. Das alles sind Menschen mit klaren Identitäten, denen wir uns eben unterordnen müssen. Ja? So haben wir es zumindest gelernt bekommen. So bekommen wir das alle gelernt. Das heißt, wir befolgen Anweisungen dieser Menschen, die eine gewisse Identität haben, ja, die Autoritätspersonen, und bedenken aber dabei eine Sache nicht. Normalerweise müsste ich mir ja denken, hoppla, ich habe da jetzt wirklich jemanden umgebracht. Der ist durch meine Hand gestorben. Weil wir eben im Sinne des eigenen Überlebens handeln. Und zwar auf Kosten der anderen Lebewesen. Das ist so. Aber das, was ich Ihnen jetzt sage, ist so ziemlich der tiefgründigste und härteste Satz. Der Mensch an sich ist nichts. Und genau deshalb will er was sein. Fragen Sie sich doch selber mal, wer bin ich denn überhaupt? Wer kann ich sein? Wer möchte ich sein? Was kann ich? Wohin will ich? Und die Welt ist genau so, wie ich sie sehe durch meine Augen und wie ich sie sehen möchte. Wir haben die Freiheit der Wahl und wenn wir die richtige Wahl treffen, werden wir auch die richtige Freiheit erhalten. So einfach ist das. Wenn Motivation von außen braucht, dann brauche ich sie permanent. Das ist so wie der Zuckerkranke, der jeden Tag seine Insulindosis braucht. Ganz genau dasselbe. Selbstmitleid bringt sie nicht weiter. Die schürt die Angst. In Wirklichkeit haben die meisten Menschen, die Ängste haben, Persönlichkeitsstörungen. Dinge, die passiert sind, sind passiert. Die kann man immer rückgängig machen. Ich sage immer, beeinflussen Sie das, was Sie beeinflussen können. Entweder du kontrollierst das Ego oder du wirst vom Ego kontrolliert. Nehmen Sie einfach mal Ihr Handy zur Hand, gehen Sie auf Social Media und schauen sich selber an, wie die Menschen sich gegenseitig ihr Ego streicheln. Das ist der Feind von allem, was sie haben, haben wollen, besitzen. Alle wollen Likes, alle wollen Kommentare. Was ist das? Das ist eine Währung. Die können Erfolgssprüche zitieren, als wären sie der Zauberer von Oz. Ja, bestes Beispiel sind ja diese ganzen Trainer. Viele sind Kackträumer. In Wirklichkeit bräuchten viele eine digitale Detox-Kur. Das ist das, was viele bräuchten. Im echten Leben muss ich Kontakte pflegen. Im Internet mache ich einfach einen Klick und er ist aus der Freundesliste draußen, ganz einfach. Oder ich füge ihn zur Freundesliste hinzu. Geht ganz einfach, ist easy. Nicht Social Media ist ein Beziehungskiller, sondern das, was daraus folgt, macht die Beziehung kaputt. Ich spreche von Eifersucht. Und ich glaube auch, dass viele ein falsches Bild haben, was Liebe überhaupt ist. Das ist der primitivste Trieb des Lebens. Was soll denn passieren? Sie werden vom System aufgefangen. Sie können nichts verlieren. Soll ich noch was sagen? Verloren haben Sie schon. Sie können nur gewinnen.